Was? Warum ist hier ein Loch? Hä? Wir haben Geister. Hier im Wald. Ey, das gibt... Das kann doch wohl nicht wahr sein. Da klaut er mir einfach die Wand. Bist du... Also, nö. Das lasse ich nicht mit mir machen. Das kann es doch wohl nicht sein. Wo ist denn jetzt die Wand wieder hin? Da. Na super. Jetzt muss ich die da irgendwie reinfuschen. Sieht irgendwie falsch aus. Oh, das Geräusch ist auch leiser geworden. Früher sind einem immer fast das Trommelfell weggeflogen. So. Ich glaube, so kann man es machen. Aber jetzt muss ich ja wieder einen Baum mehr opfern. Oh. Warte. Ich fäll das mal in die Richtung. Oder hat der Baum das kaputt geschlagen? Aber dann dürften doch eigentlich noch irgendwo diese Baumstämme zu finden sein, oder nicht? Ist ja komisch. Merkwürdig. So, und... Ems. So, fällen wir das auch wieder schön in die Richtung des Hauses. Ich muss auch mal wieder was essen. Mein Nahrungsbalken, also mein Magen, der sieht schon wieder ganz komisch aus. Nö, was? Was? Das Crashbit hier schon wieder. Aber es kann auch sein, dass das wieder irgendwie ein Kaninchen oder so ist. Und mal gucken, was jetzt passiert. Jetzt ist das ganz komisch gefallen. Hä? Ein Baumstamm hat sich doch schon wieder aufgelöst. Ah, nee. Der liegt hier hinten. Das sieht so komisch krumm aus. Ich glaube, das muss ich nochmal einreißen, tatsächlich. Bob der Fuscher. Was ist denn das da? Ein doppelter Baum. Sowas sieht man auch nicht alle Tage. Erst die Arbeit, dann das Vergnügen, wie ich so schön sage. Und zack. Und zack. Und zack. Jetzt muss ich mal kurz warten. Und nochmal. Zack. Baum fällt. Entschuldigung. Was? Ich wusste gar nicht, dass das geht. Kann mich nicht jemand vorwarnen? Wo sind jetzt die Baumstämme hin? Hä? Okay, also war das letztes Mal schon ein Baum, der das kaputt gemacht hat. Wo sind denn jetzt die ganzen Baumstämme hin? Hä? Ich bin gerade überfragt. Da rollt einer. Aber es muss doch noch irgendwo der Rest sein. Ich meine, der kann doch jetzt nicht weg sein. Ist der jetzt hier komplett runtergerollt? Oder haben sich die Baumstämme einfach aufgelöst? Jetzt weiß ich auch, wie das letztens zustande kam, dass die Wand plötzlich weg war, aber... Die Baumstämme können doch nicht so weit weg sein. Das ist mir jetzt ein echtes Rätsel. Aber es ist schon mal interessant, dass man jetzt selbst mit Bäumen die Mauern einreißen kann. Aber das ist jetzt... Oh. Ja, aber wo sind die ganzen Baumstämme? Sind die vielleicht in die Richtung geflogen?
Baumstämme, wo seid ihr? Fernweis mal den Baum. Ich werde mal kurz einen Energieriegel essen. Es ist bald schon wieder Nacht und wir haben nicht wirklich was geschafft. Weil irgendwie unser Haus immer zu kaputt war. Oder ist, besser gesagt. Juhu! Bams! Bob der Fuscher nennt man das. Eine Krähe. Du bist schuld! Du bist schuld! Hau bloß ab! Ich will dich hier nicht sehen! Raben bringen Pech. Naja, ist aber schön zu wissen, dass es an mir lag. Winsel, Winsel. So, wie viel müssen wir noch? Ich glaube, zweimal schlagen. Okay, dreimal. Viermal? Viermal. Und er fällt. Was da für ein Haus drauf geht an Holz, ne? Es ist echt krass. Wieso blute ich jetzt? Was? Kann es sein? Ich wasche mich doch schon. So, jetzt ist es weg. Kann es vielleicht sein, dass der Baum auf irgendein Tier gefallen ist? Das wäre jetzt so eine Vermutung, wenn ich ehrlich bin. Guck mal, hier liegt ein Baumstamm. Ich weiß jetzt aber nicht, ob das erst einer von meinen gefällten Bäumen ist. Oder ob das vielleicht doch vom Haus kommt. So, ich möchte den gerne, dass der so fällt. Warte, der muss dahin fallen. Ich glaube, so lenkt man die, oder? Tatsächlich. So. Jetzt muss ich nur die Wand wieder zukriegen. Ärgerlich. Drehen wir es mal. Na? So. Das sieht eigentlich recht gerade aus. Zumindest denke ich das. War da auch ein Fenster? Ich hatte da ein Fenster, ne? Ach, weißt du. Machen wir es richtig dicht. Dann hat sich das. Und dann haben wir hier noch irgendwo ein. Habe ich gerade die Axt weggeschmissen? Nein, ich habe sie noch. Aber was kann das Ding eigentlich? Kann ich den auch anzünden? Vielleicht muss ich das Ding über Feuer halten oder so, damit es angeht. Kann ich denn damit... Ja, war mal ein Versuch wert, ne? Nehmen wir mal gerade wieder die ganz normale Feuerwehraxt. Feuerwehraxt, sage ich immer. Feueraxt. Hiermit kann man viel schneller zuschlagen. Aber du siehst hier gleich schon den Unterschied. Der Baum scheint hiermit langsamer kaputt zu gehen. Obwohl man schneller zuschlagen kann. Es fühlt sich so an. So. Müssen wir da eigentlich nur noch...
Die fünf Bomben. Ich habe was gehört. Ein Hörnchen mal wieder. Und dann müssen wir mal sehen, dass wir irgendwo eine Schildkröte finden, damit wir uns dann so einen Wasserauffangbehälter bauen können. Weißt du was? Ich nehme mal wieder die Steinaxt. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass die wirklich schneller ist. Obwohl, hä? Hm. Wir haben bald keine Kraft mehr. Und wieder. Bams. Immer mit so ein bisschen Abstand. Zweimal hintereinander schlagen. Geht noch. So, Baumfeld. Ich muss ganz ehrlich sagen, es macht mir gerade wahnsinnig viel Spaß. Ich weiß nicht, ob man das merkt, aber ich glaube schon. Ich hoffe, dir da oben in der Kamera macht es auch so viel Spaß. Dir da oben in der Kamera. Ja, du sitzt natürlich da und guckst mir zu. Das ist ganz klar. Ja, machen wir es erstmal wieder an. R. Dann legen wir nämlich erstmal wieder ein bisschen was drauf. Das Feuer wird schon stärker, wie man sieht. Und wir braten uns mal. Kann das sein, dass das Fleisch schlecht wird? Tatsache. Ich bin jetzt mal gespannt, was passiert, wenn wir dieses Fleisch essen. Es kann ja eigentlich nicht mehr gut sein. Jetzt wird das Essen auch noch schlecht. Oh Gott. Ist ja eigentlich total realistisch. Jetzt müssen wir noch eine Kühlkammer bauen. Mal gucken. Es hat nicht so viel gebracht. Also wir sollten auf jeden Fall dieses Fleisch irgendwo entsorgen. Das kann man echt vergessen. So, der ist noch gut, den sollten wir kochen. So, jetzt habe ich hier erstmal meine ganzen schlechten Sachen hingepackt. Ich hoffe, die verwesen. Nicht, dass die da auf einmal noch liegen. Wenn wir eigentlich schon alles haben. Dann legen wir jetzt halt den Lizard drauf. Den guten Lizard. Und wir müssen hier drinnen auf jeden Fall noch eine Schlafmöglichkeit hinbauen. So, mal gucken, was jetzt passiert, wenn ich das esse. Eigentlich müsste es mir jetzt gleich besser gehen. Hoffe ich. So, essen. Yum, yum, yum. Jetzt kommt kein... Jetzt geht's mir gut. Hm. Wie spät? Ah, es ist noch genug Zeit, um sich ein Shelter da reinzubauen. Wir nehmen mal das Hunting-Shelter, ne? Ja, komm. Packen wir uns das mal da so in die Ecke. Jetzt müssen wir natürlich wieder einen Baum fällen. Das bleibt nicht aus. Aber es sieht so aus, als ob hier schon welche nachwachsen. Ich weiß gar nicht, ob hier Bäume nachwachsen können mittlerweile. Und ob diese Bäume, die wir hier gefällt haben, die Baumstämme irgendwann verschwinden. Das wäre irgendwie richtig genial, wenn das gehen würde. Wenn man das Holz selber züchten kann. Dass man eine Baumplantage aufmacht und solche Geschichten. Würde ich ja irgendwie feiern. Das würde das Spiel auch nochmal richtig aufwerten, wenn das so wäre. So. Ich habe immer noch keinen Stein gefunden. Hier liegen aber irgendwo welche. Oh, jetzt
Jetzt habe ich mich verausgabt. Da ist ein Stein. Da ist ein Stein. Und die beiden Baumstämme noch. Und dann können wir da drinnen eigentlich gleich schlafen. Und dann ist der Tag sowieso rum. Hä? Wie, mir fehlt noch einer. Jetzt muss ich tatsächlich einen Baum fällen. Hakuna Matata. Es wird windig. Upsi. Man hat dann da gerade daneben geschlagen. Was ist denn da hinten? Was leuchtet da? Ach, das sind die Sonnenstrahlen, die da auf was leuchten. Verstehe. Oh oh. Ha! Nein! Oh nein! Nein, nein, nein! Oh! Ich hatte gerade voll die Angst. Ich hatte gerade richtig Schiss, dass das in mein Haus kracht. Boah. Nochmal Schwein gehabt. Mist. Ich brauche noch zwei. Hä? Also, jetzt hat's geklappt. Also manchmal ist dieses Spiel etwas merkwürdig. So, geschafft. So, einmal speichern. Und dann gehen wir einmal schlafen. Zack. Morgenstund hat Gold im Mund, aber es ist irgendwie noch ziemlich spät. Da draußen läuft ein Häschen rum. Oh, ganz schön dunkel. Ah ja. Wir fachen es langsam auf und es wird immer heller. Wir müssen uns mal was zu essen holen irgendwoher. Eigentlich wäre es ja mal gut, wenn wir uns ein bisschen was Fischiges machen könnten. Huch! Nein, damit wird das nichts. Ich glaube, daraus macht man sich einen Speer, ne? Ja. Tja, wenn man jetzt noch die Fische sehen würde. Also einfach auf gut Dünken da reinstochern. Man sieht nichts. Hm. Das ist ein bisschen doof. Es wäre mal schön, wenn es wieder hell werden würde. Aber das gibt es anscheinend nicht. Kann ich damit... Boah, was hat denn der für eine Kraft? Vor allem, was ist das für ein Stock? Was ich gerne mal ausprobieren möchte, ist mit dem Speer. Man kann den nämlich jetzt auch werfen. Oh oh, wo habe ich denn den jetzt hingepfeffert? Ach, da ist er ja. Nee, das ist er nicht. Wo ist der hin? Da ist er. Im Dunkeln auf die Jagd gehen. Das ist mein Hoppelhase, der Hoppelhase Hans auch. Wo ist er denn? Da war er. Mist. Ich fühle mich so ein bisschen wie in der Steinzeit. Ja, das Problem ist, es ist einfach viel zu dunkel. Da. Oh, voll getroffen.
Yay! Ich bin mega gut. So, dann haben wir jetzt also unser Essen, was wir brauchen. Endlich haben wir was zu speisen, denn ich bin hier am Verhungern. Tralala. Drauf das Kanickel, denn es wird recht gar. Tralala. Und gleich kommen die Eingeborenen vorbei und beschweren sich wegen dem Gesang. So was wird es wahrscheinlich sein. Und ich muss auch mal was saufen. Die Frage ist ja, kann ich das irgendwie abkochen, das Wasser? Mal gucken. Im Survival-Buch wird auch bestimmt was darüber stehen. Huch. Skinny, fast, cut, very weak. Try using a quick weapon, a small axe or sword. Also wenn das die erste Bestie ist, was soll denn hier bei 2, 3, 4 noch kommen? Ich habe ein bisschen Angst, bin ich ehrlich. So, was haben wir denn da? Oh, das haben wir schon. Setup Defensen. Was? Defenses? Explore Hanging Cave. Vince the Missing Plane Passengers. Also Setup Defenses. Ich muss irgendwas für die Verteidigung bauen. Die Frage ist, was? So, was wollen wir denn mal bauen? Traps. Hier, irgendwelche Fallen. Animal Trap. Cool. Leaf Pile Trap. Ist das hier vielleicht für die Defenses gedacht? Oh, mein Feuer ist, glaube ich, gerade ausgegangen. Was jetzt passiert? Alter! Ist ja gut! Alter! Dann macht er solche komischen Beschwerden, wenn er krank... Also das Feuer brennt jetzt auch ab. Oh, oh. Ich habe ein bisschen Angst, dass wir irgendwann keine Rohstoffe mehr haben. Aber wir müssen doch auch ein Small Garden. Food and Water Rabbit Cage. Was passiert denn, wenn ich mir hier so einen Garten reinmache? Oder ich packe den draußen hin? Ich habe irgendwas schreien hören gerade. Hilfe! Falsch. Was wollt ihr von mir? Die wissen aber nicht, wenn man da reinkommt, oder? Das sind normale Eingeborene. Ich habe leider nicht so viel Leben. Kann es sein, dass ich mich irgendwie verstehe? Find clear water and drink. Cresap. Ja, es ist wohl rar. Was kann ich denn damit machen? Blue Paint, Explosiv. Explosiv? Ah, ich kann die Axt noch umfärben. Ich kann den Speer sogar noch verbessern. Medizin? So, das hat mir schon mal geholfen.
bin ich schon mal komplett geheilt, was ich schon lange nicht mehr war. Was kann ich aus den Zehen machen? Damage, Speed. Ich kann die Axt damit beschleunigen. Und weiter? Ja, und? Muss da noch irgendwas dran? Egal. Was mich mal interessiert, ist Damage Speed Upgrade. Damage Speed Speed Axt. Was soll ich denn da noch drauflegen? Da muss ja noch irgendwas sein, was das Ganze beschleunigen soll. Vielleicht Zap? Tatsächlich. Blocken ist gut, Damage ist gut. Warum kann ich die jetzt nicht nehmen? Das begreife ich jetzt nicht. Tja, die Frage ist, wie soll ich gegen die jetzt ankommen? Wobei, es müsste eigentlich eher jetzt gehen, weil ich endlich mal wieder volles Leben habe. Alter! Hilfe! Was macht ihr da? Lasst mich in Ruhe! Ich sollte vielleicht mal das Feuerzeug aus dem... Schrei doch nicht so! Halt die Schnauze! Kratz ab! So! Du auch! Los! Endlich! Will noch jemand? Die kann man jetzt ja auch hochnehmen, ne? Und dann irgendwie so wegschmeißen. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt alles damit machen kann. Ich glaube, man kann die einzeln zerhacken jetzt. Das konnte man vorher auch schon. Aber jetzt verändern sich die Füße nicht mehr. Hier, das Richtige für die Thorsen-Freunde. So, auch der Fuß. Nehmen wir auch den Arm mit. Ich glaube, man konnte daraus Knochen machen, ne? Was macht man mit dem Rest? Kann ich damit noch irgendwas machen? Mal sehen, was passiert, wenn ich das hochschmeiße? Kann ich denn das auch so hochnehmen? Ne. Schade eigentlich. Das schmeißen wir mal hier irgendwo in den Wald. So. Dann haben wir nämlich schon mal die erste Person zerhackstückelt.